Die Frage ist nur, wie kann ich jetzt... Beziehungsweise kann ich das überhaupt irgendwie... Warum liest sie eigentlich nicht? Also wünscht sie sich das und macht das einfach nicht. Hat er jetzt das Buch genommen, was sie jetzt... Ich sollte euch nicht so gut verstehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann, um das irgendwie... Vielsagerfähigkeit, wie kann ich das denn? Nutze den Computer, der die Enzyklopädie Vampir-Kia, um Vampirsagerfähigkeit aufzubauen. Was? Kann ich das irgendwie kaufen, oder? Ich habe ja schon geguckt bei den Vampirfähigkeiten. Bei Fähigkeiten. Ich bin so. Wo ich so Plasmafrüchte oder so herbekomme, weiß ich auch nicht. Also sie brauchen dafür schon einen Computer. Dann sollte ich den vielleicht doch einfach einkaufen. Aber wie gesagt, ich werde es ja auch nicht vor, die irgendwie Ewigkeiten zu spielen. Nicht. Da. Ist da nicht auch irgendwie ein Schreibtisch? Nein. Okay. Ist wieder ausgeschaltet. Jetzt müsste es aus sein. Elektronik. So. Ist noch irgendwas Dekomäßiges? Wahrscheinlich kein Geld mehr für. Warum geht das dann nicht auf? So. Dann kann er mal. Ja, das ist falsch. Er muss es ja eigentlich eher schon weiter oben haben. Vier Geheimnisse. Huch. Nach Informationen über Vampire suchen. Hat er das Buch jetzt mitgenommen? Nein. Es liegt da. Vom Arbeitsalter teilnehmen. Vampirgeheimnisse entdeckt. Alistair stößt tief in die Vampirforschung vor. Offenbar gibt es jede Menge Wissen, das er sich aneignen könnte, wenn er weiter recherchiert. Ja, ich hoffe, das macht er auch. Sieht zumindest so aus. Ich bekomme die Fähigkeit lernen und einen Vampir-Mentor finden. Ja, das kann er machen, das wird dann sein Vater. Und er möchte Freundschaft schließen, so ist es jetzt zumindest mal dunkel. Vampirbuch freigeschaltet. Oh, ich sollte mir das vielleicht auch durchlesen. Alice hat das von Flavius Vampir-Emporium entdeckt, während er... Hallo? Ich lese noch. Während er nach Vampiren gesucht hat. Er kann jetzt unter Vampirgeheimnis Band 1 der Enzyklopädie Vampiria am Computer kaufen. Gut.
Dort finde ich sehr gut. So, dann mach das mal. Papierbücher kaufen. Enzyklopädie 1. Wir haben nicht genug Geld. Sowas war auch. Ich mach das jetzt, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Sonst würde ich das natürlich nicht machen. Beziehungsweise, ich finde, das macht halt so ein bisschen den Spielsinn kaputt. Dann kannst du auch gleich 2 kaufen. Dann kann der Sohn da auch ein bisschen dann lernen. Foren draufziehen, ja. Mach das ruhig. Beziehungsweise lese jetzt erstmal. Dafür kannst du dich auch irgendwie unten hinsetzen, vielleicht. Da sitzen. Was könnte sie machen? Musikanlage wäre auch irgendwie cool. Das gab jetzt nicht. Ups. Hier irgendwie was extra für Vampire? Nee, anscheinend nicht. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Warum passt das denn nicht? Auch nicht. Es ist ja alles so klein. Noch am ehesten irgendwie. Irgendwie auch nicht, aber egal. Ich da lieber liegen. So. Gibt's doch, glaube ich. Hat sie das jetzt zu Ende gelesen? Ja. Gut, räumt das halt dann auf. Einschalten. Schlaflizender. Prise Lund. Stadtgespräch. World. Fumu, the North. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es nicht mal. Ich sag eigentlich, sollen die sich nicht so gut verstehen können. Ist irgendwas besonders Vampir-Beleidigendes? Nee, muss die Lebensweise ablegen. Nee, ich glaube nicht, dass er das macht. Könnte er siegen oder irgendwas? Wo sind die denn hingegangen? Achso, er spielt hier jetzt. Könnt ihr auch mal hier nach. Achso, cool. Alistair hat gelesen, dass wirklich mächtige Vampire ihre Erfahrung manchmal an von ihnen verwandelte Sims weitergeben. Jetzt machen muss ich schon. Moment, das muss ich ihm dann auch nochmal eben kaufen. Fähigkeiten. Weil man, glaube ich, hier drin keinen Witz schreibt. Ach, da, Witz schreiben. Da
Plasmabeutel entdeckt. Oh. Alistair hat herausgefunden, dass es für Vampire eine alternative Methode gibt, um ihren Durst zu stillen. Er kann jetzt Plasmabeutel am Computer bestellen. Ja gut, die muss sie dann aber pflanzen. Weil die wollen ja keine alternative Methoden. So, kann ich das jetzt unter Bestellung? Hallo? Oder? Ja, danke. Knoblauchbonbons, Knoblauchsaft. Goldkreaturen, ein Feuerwerk, Samen. Nee. Vielleicht geht es auch um die Vampirgeheimnisse, ja. Plasma von allerbester Qualität gefiltert, harmonisiert, entkarbonisiert, geschlort und durch Umkehr. Osmose gefiltert für echten Hochgenuss. Sie wird sich aber ja davon ernähren. Und nicht er. Kann ich die irgendwie in den Kühlschrank tun? Ja. Kann sie die dann überhaupt? Okay. Wer jetzt das nächste eigentlich mal? Müsste irgendwie in die Stadt gehen oder so? Sie regt das halt alles auf. Sie darf sich nicht mit den Gut verstehen. Oder nicht mehr zumindest. Warum kennt sie schon Leute? Okay, das ist ein bisschen seltsam. Ich habe auch gar kein Bedürfnis zu schlafen, finde ich gut. Wenn ich das Buch weglege, kann er darin denn nichts mehr. Er kann ja erstmal seinen Sohn hier irgendwie unterrichten. Hier noch seine Witze schreibt. Böse Pläne reden. Wütend. Böse gesinnt. Hitzköpfige sind. Er kann sich gleich mal mit seiner Schwester streiten. Das finde ich gut. Ist inspiriert. Ja, sollen sie dann irgendwie malen oder so? Wäre ja jetzt keine so schlechte Idee. Ich mach mal den Spiegel dann weg. Was ist hier noch? So. Klassisches Gummi. Kurbelige Menschen sind die, glaube ich, Oh, okay. So, noch kann ich das nicht machen. Ja, dann lies mal weiter. Der streitet sich jetzt mit seiner Schwester. Das geht. So nach dem Motto, wie kannst du hier malen und dich so kleiden und überhaupt nicht mehr wie ein Vampir sein und das geht doch nicht, das ist doch voll das geile Leben. Was denkst du dir überhaupt dabei?
Also mit so jemandem wie dir will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Güte ablegen, okay. Jetzt das Vampir die Fähigkeit haben, verschiedene Gedankenkräfte einzusetzen und zu widerrufen. Du verstehst das nicht. Bei mir ist das halt anders. Ich will halt nicht so sein wie du. Oder wie ihr alle. Jetzt ist sie auch wütend und zeigt ihre dunkle Form. Er macht mich so wütend. Genau das macht mich dann zu einem Vampir, was ich ja nicht mehr sein will. Und oh Gott, ist das alles schrecklich. Ich müsste jetzt ein wütendes Gemälde malen. Er schmeißt den Mülleimer um. Ah, ein neues Kind der Nacht. Als älterer Vampir gehört es zu meinen Aufgaben, dich in unserer Familie willkommen zu heißen. Finde ich gut. Durst kann mich also nicht umbringen? Puh. Würdest du mich ein bisschen nicht mehr anrufen? Okay. Hat hier noch einen neuen Punkt zu vergeben? Das. Okay, jetzt hat ihr Bruder sie so wütend gemacht, dass sie jetzt auch. Das ist bei ihr so, wenn sie dann wütend ist und ihr Vampir ich annimmt, dann ist so ein bisschen so ein ewiger Kreislauf. Beziehungsweise sie muss ja schon auch informiert sein. Ne, damit sie damit einigermaßen klarkommen kann. Er guckt sich erstmal sein Gemälde an. Kannst du nicht noch weiter? So, warum legen die eigentlich ständig die Bücher weg? Das ist irgendwie unlogisch. Valeria hat gelesen, dass Vampire am liebsten in Särgen schlafen. Außerdem sind sie darin vor Sonnenlicht geschützt. Eigentlich könnten die jetzt mal alle irgendwie in die Stadt gehen, aber die wissen halt noch nicht genug. Ich will halt erst, dass der Vater Stufe aufsteigt. Aber können ja trotzdem mal in die Stadt gehen. Reisen. Also, ich meine, hier jetzt in den Ort gehen. Wobei, ich glaube, das hätte ich auch so machen können. Ich glaube, dafür muss ich nicht unbedingt reisen. Sonst kann man hier eh nirgendwo hin. Okay, vergessen wir das. Sind hier denn auch unschuldige Sims unterwegs? Ja. Finde ich gut. Kann er erstmal Halluzination verursachen? Warum kann er Kompress abtrinken? Kann ich ja, das ist doch ein anderer Vampir. Das finde ich jetzt aber doof. Was wirklich zu tun gibt es hier auch nichts. Ist mit seinem Witzschreiben schon fertig? Nein. Dann mach das doch mal weiter. Ich kann mal das verkaufen und dann ein wütendes Gemälde machen. Knoblauchzapf entdeckt. Alistair hat gelesen, dass man Vampire ganz einfach mit Knoblauchzöpfen abwehren kann. Er kann jetzt Knoblauchzöpfe, Knoblauchkränze und Knoblauchgirlanden in seinem Inventar herstellen. Ja, macht auch Sinn, als Vampir und so.
Alistair hat gehört, dass niedere Vampire von den höchstgestellten Vampiren unterrichtet werden können. So, du malst jetzt ein berühmtes Gemälde. Ja gut, da muss ich mich noch ein bisschen weiter reinfinden. Ja. Ach, er kann jetzt das zweite davon lesen oder was? Oder wie, oder was? Wo hat er das jetzt schon wieder hingetan? Was ist denn los hier? Ich glaube, seine Fähigkeiten reichen aber noch nicht für das zweite. Achso, und er hat nicht blockiert. Das ist natürlich doof. Aber bringt ihm das denn überhaupt jetzt noch was? Fähigkeit her und so. Huch. Ich glaube nicht. Gewusst. Niemand hat ihr wütendes Gemälde. Ja, okay, ich finde es auf jeden Fall die Idee, die ich hier mit den Leuten so habe, interessant. Aber noch passiert hier, das finde ich auch mega cool. Und dass es so komplex ist, ist auch. Ja, es hat schon alles, was ich meine. Hier ist ja noch richtig viel. Es gibt insgesamt eins, also wenn man das mitzählt, eins, zwei, drei, vier, fünf Stufen. Großmeister der Vampire. Und hier alle möglichen Sachen halt einfach. Hier ist schon sehr interessant. Vampirische Langeweile. Juckt es in den Fingern, neue Informationen über Vampire zu lesen? Ja gut, du kannst dir das andere Buch aber nicht leisten. Hat er eigentlich noch mal Klassenarbeit? Bueno, Fuin, quick! Das heißt, die müssen ja auch gar nicht, okay, er kann was Schelmisches machen. Whatever. So, hier seht ihr hässliches Gemälde. Fertig, vielleicht kann er sich jetzt die Bücher kaufen. Kann sie noch ein wildes Gemälde malen? Ach, die sind aber so teuer. Das andere hat, glaube ich, irgendwie 150 gekostet, ne? Fadul. Oh, it's Karinga. Ina Tubarno. Oh, seems a quink. So, ist das schon fertig damit? Zu jemandem gemeinsam. Bitte nur zu ihr. Ist nämlich mega wütend, dass sie das nicht annimmt. Ups. Mit nur Turm. Aufsteigen. Die jetzt normale sind es, ich glaube nicht. Oh, doch. Dann kann er ja bald von Jungs drücken. Um Erlaubnisfragen anzusetzen. Zu einem kleinen Trank nötigen. Nur sonst könnten negativ darauf gehen. Kann sie ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Will ich nämlich auch unbedingt sehen. Ja, dann lasse ich mal eben Blödsinn machen. Lombeck. Warno Oops. With a charm. Adressreden. Sie reden erstmal über Brüste. Ich kann diese ganzen Symbole jetzt nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, das denken muss, was Honey halt darüber sagt, ne? Also über die Brüste und den Panzer. Also die Statue und den Panzer. Hallo, nein, ich will doch weiter mit dir reden. Nein, geh nicht weg. Hallo, dein Staub. Danke.
Ich muss los, danke, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind noch nicht fertig hier. Habe ich Ihnen nicht auch irgendwie Halluzination oder so gegeben? Nee, ne? Und das hier gegeben. Jeder braucht seinen Freund, nicht wahr? Aber was ist, wenn sich Alistair diesen Freund nur ausgedacht hat und er gar nicht wirklich existiert? Niemand wird es merken. Snivy Growl? Yes! A quite bored. Oh, versuchen das jetzt einfach mal. Toss. Aspena. Sie schwärmt erst mal. Fioba. Oder er schwärmt über Vampire, keine Ahnung. Jetzt trink von ihr, ich will das sehen. Weißt du, ich habe gerade momentan einfach mega Durst. Auf Lamas. Lamas können mir das leider nicht geben, was ich brauche. Aber du könntest es mir geben und du bist schon so angezogen und gleich wird es hell und lass mich was trinken. Bitte sieht die wirklich. Das ist mega cool. Finde ich gut. So. Sein Durst doch gleich gestillt. Sie wird erstmal ohnmächtig. So, er müsste natürlich auch noch was trinken. Kann er dann mal anfallen? Waschbären natürlich. Ist Vegetarier, der ernährt sich nur von Tieren. Also, vampirischer Vegetarier. Das sind Vögelchens. Vögelchens. Ist hier noch irgendjemand anders? Hier oben ist ein Friedhof. Da wohnen die anderen Vampire. Sonst ist hier gerade irgendwie. Na gut, Vampire dürfen halt nicht manchmal nicht so wählerisch sein. Lass mal trinken. Mal gucken, ob das auch einfach so geht. Sie bringt Müll weg. Sie kann sich jetzt auch mal wieder eigentlich tarnen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Jensch! Oh, Lux! Vampir, dunkle Form verstecken. Sie ist eigentlich nicht so dafür, so und dann kann sie. Was mal das sein soll, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich würde ja eigentlich sagen, so einfach. Jetzt gezwungenermaßen den Blutbeutel trinken und kann dann eigentlich mal nicht weitermachen. Und er ist doch eigentlich fertig. Hier auch. Blutrote Befriedigung. Plasma ist einfach köstlich.
Okay, leider kann er sich noch nicht das andere Buch kaufen. Ich tue die mal auch hier wieder rein. Ja, gut. Willst du das nicht lesen? Warum legen die eigentlich heute? Verstehe es nicht. So, kurz gucken. Was mit dem Sack ist? Inschrift lesen, beanspruchen. Winterschlaf. Kann man ein Nickerchen einfach machen? Okay, irgendwie backt es da gerade ein bisschen. Und sie malt hier wieder. So. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal meine Aufnahme. Und spiele die nächste Mal noch ein bisschen weiter. Und dann lasse ich sie mal in die Stadt ziehen. Und kann ja so auch noch ein bisschen ihre Fähigkeiten weiter erkunden. Wobei ich, ja, sie ist ja auf jeden Fall ein guter Vampir. Und will vielleicht auch gar nicht so unbedingt ein Vampir sein. Aber vielleicht muss sie auch einfach nur lernen, das zu akzeptieren. Und die Musik ist cool. Und ja, ich finde das auf jeden Fall sehr umfangreich, dieses Gameplay-Pack. Und ja, freue mich, das noch weiter zu erkunden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.